Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Runde R4, meine Freunde. Wir sind an der Achtuba und ich habe mir mal ein paar Lauben gegönnt. Und die wollen wir jetzt hier auf jeden Fall mal verbraten. Bin gespannt, was bei rumkommen wird. Ich bin jetzt gerade eben hier angekommen. Müssen wir nochmal eben raus hier. Zack. So. Lass mal absinken. 6 Minuten hier. Ein Döbel. 2 kaspische Heringe, ein Weißlachs. Ja, Weißlachs wollen wir haben. Ich habe gesehen, Sterlet-Trophäen wurden gefangen. Kaspische Schwarz-Tralala, die wir gerade gesehen haben, wurden als Trophäe gefangen. Aber auch Weißlachs. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was bei rumkommt. Ich bin sehr gespannt. Aber was für Faxen die hier machen mit den Schnüren, das habe ich normal sowas. Junge, 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 Junge. Ja, egal. Auf jeden Fall stehen wir hier bei... Entschuldigung, ich bin immer noch was krank. G7. Das hier unten. Wir wollen in diesem 6-Meter-Bereich rein. Einmal mit dem Boot einfach hier runter. Hier angelegt. Und dann in den 6-Meter-Bereich. Also jetzt haben wir hier auf jeden Fall... Oh ja. Das ist doch schon mal schön. Wenn wir hier was aufnehmen... Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Könnte ein guter Weißlachs sein. Ja, hier hatte ich schon mal ziemlich lange einen Rekord gehalten, global. Vor einem Jahr habe ich hier einen blauen Weißlachs bekommen mit knapp über 25 Kilo. Ja, und normalerweise würde ich jetzt gar nicht mit 3 Ruten hier angeln. Weil als kleiner Tipp, wo der Aralbarben-Spot war, in meinem Video, genau an der Stelle, habe ich so 30% vor mir ausgeworfen. Zeige ich euch gleich mal. Typische Posengeschichte. Und der zweite Biss war ein Braschnikow-Hering. Ich glaube 697 Gramm. Direkt globaler Rekord gewesen die Woche. Und ich glaube UL-Rekord überhaupt, ja, dieses Jahr. Es war sonntagsabends lustigerweise quasi... ja, direkt 600 Silber bekommen am anderen Tag. Deswegen, normal würde ich jetzt hier mit der dritten Route, ich sag mal, rumflitschen mit der Pose. Aber, was geht denn hier ab, Alter? Was ist denn das, Alter? Aber das lassen wir jetzt. Weil die Laubeneinschläge kommen doch ziemlich schnell. Und die will man ja nicht vergeuden. Jetzt gucken wir mal, was das sein soll. Da bin ich schon mal... Könnte echt ein guter Weißlachs sein. Ich würde mich natürlich mehr über eine Sterlet-Trophäe freuen, weil die habe ich noch nicht. Aber eine Weißlachs-Trophäe nehme ich gerne mit. Weil ich habe mir 2 neue Karpfenruten geholt. Die Sarge reicht für mich. Die dritte brauche ich noch. Ich habe nur noch 700 Silber. Da kommt so ein Weißlachs-Trophy gerade recht. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich ein 35 Kilo Vorfach drauf. Gucken wir einfach mal, was da gleich kommen mag. Ich bin sehr gespannt jetzt. Ist ja schon mal nice, dass das direkt während der Aufnahme klappt. Ein Spot auf jeden Fall aktiv. Jetzt gucken wir mal. Was das ist hier, wa? Oh, das sieht schwer nach einer Trophäe nicht, oder? Ja. 175.000 XP, 12 Kilo Weißlachs. So, wieder raus mit dem... Ja, die kämpfen natürlich auch gut. Zack, in das 6 Meter Loch reingeknallt. So, stellen wir die Bremse wieder ein bisschen runter. Jetzt muss ich hier mal wieder gucken. Ob überhaupt noch die Köder hier dran sind. Ja, hier ist noch was dran. Tote. Wie kommt deine Mutter tote, Alter? Die habe ich da aussortiert eben. Anscheinend nicht. Ach du Scheiße, geht schon wieder los. Okay, nehmen wir natürlich gerne an. Wieso auch nicht? Wir gucken jetzt mal kurz ins Setup. Ist aber nichts Weltbewegendes. Weißlachs. Jetzt gucken wir direkt mal rein. Wir haben eine frische Laube. Okay.
Ich habe die anderen da eben eh alle weggeworfen. Normalerweise. Komm, den machen wir jetzt auch noch hier schnell. Schade, darauf geschissen. Laube, 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 komm. Laube, komm. Und auch da hinten reingezimmert. Also wenn es beißt, macht's Spaß. Kann man ja gar nicht anders sagen. 30 Meter ist der Clip, falls ich es vergessen habe. 30 Meter ist der Clip. Ich glaube, die werfen wir gleich nochmal aus. Jetzt gucken wir mal. 61 Gramm Blei habe ich jetzt genommen. 35 Kilo Fluor habe ich mir gebaut mit 25 cm. Also nicht ganz so lang, weil die ja immer ziemlich viele Faxen machen. Also komm, mach's lieber kürzer. Groß 1. Groß 1 habe ich drauf. Hier ist auch Groß 1. Auf allen drei Groß 1. Ja, ist ja schon mal echt in Ordnung. Drei Weißlachse. Bin sehr gespannt, ob wir was Trophäenmäßiges bekommen werden. Ich werde die mal alle hier verballern. Wir gucken zwischendurch mal rein. Oder wenn ein interessanter Drill kommt, dann blende ich wieder rein. Also bis gleich. So, willkommen zurück. Wir haben jetzt Abend. Tagsüber ging nicht so viel, aber wir haben trotzdem noch ein paar schöne Fische bekommen. Ein Shark von 4,4 Kilo zwar nur, aber habe ich mich auch darüber sehr gefreut. Hatte auch Bock auf eine Laube. Dann war auch ein Rapfen noch dabei. Und Weißlachse haben wir jetzt 5 Stück. Noch ein 5 Kilo und einen schönen 8,6 Kilo. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was die Nacht noch bringen wird. Zander-Trophäen wurden auch sogar gefangen hier. Die gehen ja bekanntlich nachts. Wir gucken mal. Bin sehr gespannt. Noch haben wir einige Lauben zu verbraten. Ich hoffe, es geht so weiter. Macht auf jeden Fall ziemlich Spaß. Ja, wir gucken. Entweder blende ich rein, wenn was Schönes drauf geht. Oder wir gucken mal, was die Nacht gebracht hat. So, willkommen zurück. Und die Nacht hat gar nichts gebracht. Morgens kamen noch mal welche rein. Wir gucken mal rein. 1 Stunde 24 Minuten sind wir gewesen. Wird jetzt nicht so viel bei rumgekommen sein. Ich sag jetzt mal einfach so, war ja auch viel Leerlauf. Eine Stunde würde ich das probieren. Ist aber meistens so beim Weißlachs-Spot. Entweder kommt die Trophäe. Eigentlich kriegt man meistens immer eine. Ich habe diesmal keine bekommen. So ist es eben nun mal. Und wir gucken trotzdem mal rein. Okay, 478 Silber. Ja, man sieht, die Weißlachse dominieren ziemlich stark. Und ja, selbst der kleine 4 Kilo Shark, 15 Silber. Und ich sehe gerade hier, weil ich ja eben über den Braschnikow-Hering geredet hatte, ab 700 Gramm steht er im Café. Ich hoffe jetzt nicht, dass das 4 ab 700 Gramm Trophäe war. Ich hatte gedacht 800, kann mich ja mal gerne einer aufklären. Weil, wie gesagt, na, guckt euch das Video vom Aralbarben-Spot nochmal an. Genau da vor den Füßen. Zweiter Auswurf, hier bin ich, Jacke doof, 694, okay, wären trotzdem 6 Gramm vorbei. Trotzdem wäre es sehr ärgerlich, dann hätte er mir die Trophäe auch gönnen können. Ja, ganz einfach mit der Eintagsfliege. 1 Meter Tiefe, 30-35% Auswurf am Aralbarben-Spot. In diesem Sinne, versucht mal den Weißlachs-Spot, stippt euch ein paar Viecher und dann, vielleicht kriegt ihr eine Trophäe. Ich habe, wie gesagt, Zander-Trophäen gesehen. Diesen kaspischen Schwarzrückenhering mehrfach als Trophäe gesehen. Ich habe Sterlet-Trophäen gesehen. Ich habe Weißlachs-Trophäen gesehen. Also lohnt sich auf jeden Fall mal auszuprobieren. Haut's rein, bis dann und tschüss.